Hallo und herzlich willkommen zu Episode 6 vom Let's Play Final Fantasy VII Remake. Wir sind unterwegs mit Tifa in den Slums von Sektor 8 und sollen nun... Die Pfade liegen westlich von hier, hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor, man kann nie wissen. So ist es. Wir müssen uns vorbereiten, beziehungsweise denke ich, wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet und müssen... wieder an dem Mann vorbei, der Vetter Prügel sagt, um dann hier in die... Ist das richtig? Ja. Ein Auftrag für die Bürgerwehr zu erfüllen. Hier kommt man jetzt auch einfach rein. Die Rostpfade. Dies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Oh, dann gehen wir doch direkt hier mal rein in die Höhle. Da wartet schon eine Materia auf uns. Frost. Da hätten wir es ja gar nicht kaufen müssen. Verdammte Naht. Ich bin dem Spiel immer etwas zu sehr voraus und das ist zu meinem Nachteil. Aasfresser. So. Okay. Die sind ja so simpel wie die Gardisten. Das war doch gar nichts. Das war wirklich nichts. Dann lass uns mal weitermachen. Ha, immer wieder schön, dieser Anblick von Midgar über den Slums. Das ist einfach eine völlig neue Perspektive. Mehr Aasfresser. Ich werde mal in die Offensivhaltung wechseln. Genug. Weil die sind ja hier so simpel, die Gegner. Oh, wir können auch mal Tifa nehmen für den nächsten Kampf. Die ist ja Boxerin, Kickboxerin, wenn ich das richtig interpretiere. Jedenfalls ist sie im Nahkampf aktiv. Ein Item. 2x Gegengift, genauso viel wie wir gekauft haben. Das ist echt schon ein bisschen gruselig. So. Also gleich mit dem Digitalkreuz wechseln auf Tifa. Und dann lernen wir auch über Tifas Besonderheiten. Tifa ist eine furiose Nahkämpferin. Durch die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten versetzt sie den Gegner unter Druck. Führe durch das Drücken von Viereck einen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Okay. Nutze Tifas Fertigkeit Entfesselung, um ihre Spezialfertigkeit auf maximal 3 Stufen zu verstärken und dann mit Viereck noch mehr Angriffe in Folge ausführen zu können. Dann probieren wir das doch mal. Das waren jetzt die Kleinen, jetzt machen wir mal... Ah, jetzt habe ich mit gedrückt halten 2x geschlagen, da war es auch vorbei. Sehr schön. Verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Ach, Tifa, du hast doch viel mehr reingehauen. Ich wollte gerade sagen. Nicht überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? 4. Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Das war doch die 4. Regel. Nicht übertreiben. Es geht los. Ah, ich bin immobilisiert. Da musste Cloud der Retter sein. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Ja, die kommen bestimmt immer wieder, diese... Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur... Aasfresser. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Ach, das war's schon. Das war ein Witz. Ein Witz war das doch. Haben wir wenigstens alles gesehen? Hier ist noch, ich glaube, da war aber abgesperrt dann. Tja, war's das wohl. Ich glaube, das Lied existiert auch gar nicht im Original-Soundtrack von früher. Sondern hier hören wir ein neu gemachtes Stück. Ah, ich könnte hier ja ewig einfach nur so rumpannen. Aber das mache ich dann mal, wenn ihr nicht zugucken müsst. Dürft. Mögt. Der Alleskönner, hm?
Sind wir ein Alleskönner? Sind wir schon so bekannt? Fetter Prügel. Jo. Suche nach Kandidaten. Du machst jeden Job. Ach, wir sind hier schon bekannt als Mädchen für alles. Was? Oh, was? Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles eröffnet hat? Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien! Oh Mensch, wir sind ja direkt bekannt. Habt ihr es schon gehört? Die Wow, schon zurück? Ja, klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Wir haben das Tutorial gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann gegolten hat. Hab bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Flashback Time. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Dein Date. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nö, nachdem wir jetzt schon zweimal Frost haben. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Ja, verkaufen wir jetzt dieses eine Frost wieder, das wir da dann doch gefunden haben? Im Dach unserer Herberge ist ein Loch. Das muss unbedingt repariert werden. Bitte doch, diesen Alleskönner drin. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die Erlinken. Hallo, Herr Waffenhändler. Oh, da steht ja tatsächlich ein neues Schwert, das unserem... Naja, gut. Es wirkt vielleicht etwas filigraner, aber ist es dadurch besser? Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Jo. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Ja. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Wow. Geschenkt? Wenn Hammer. Wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Eine Eisenklinge. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Die kann doch gar nicht besser sein als unser Brocken. Ich schau mal. Was können wir hier denn jetzt noch kaufen? Waffen und Rüstungen. Ein Sternenreif, der hätte 2 Materia-Slots, den möchte ich unbedingt haben, aber er kostet 1600 Gil. Und die haben wir nicht. Accessoires können wir auch noch kaufen. Kraftreif, Schutzweste. Kraftreif wäre gut für Tifa. Unten rechts sehen wir das immer. Ohrringe. Talisman. Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei. Ein Seelenohrring. Okay, also was wir eigentlich wollen, ist der Sternenreif für die 2 Materia. Und das wäre auch für beide gut, tatsächlich. Wir haben aber nicht genügend Gil. Können wir auch verkaufen. Und verkaufen wir jetzt nämlich einmal den Herrn Frost. Für 400 verkauft, nicht einmal benutzt und jetzt... Ne, für 400 gekauft, nicht einmal benutzt und jetzt für 250 verkauft. Und es bringt uns dem Ziel auch nicht näher. Dann behalte ich sie einfach. Ha! So bin ich. Was können wir hier denn noch verkaufen? Heiltränke. Könnten wir 11 verkaufen. 275 Gil. Dann noch 5 Handgranaten. Das wären 450.
Dann hätten wir schon 1300 plus das von dem Frost und dann können wir uns nämlich doch den leisten. So machen wir es. Wir verkaufen 5 Handgranaten, 11 Heiltränke und die Frostmateria. Sagen wir 1600. Tja, so sieht's aus. Und wir kaufen uns einen Sternenreif. Waffenfertigkeiten lernen. Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch die ihre dazugehörige Waffenfertigkeit erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Ah, okay, wir holen also diese Spezialmoves uns quasi dann auf die nächste Waffe mit. Aber ist es dann nicht besser? Ah, die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts, ich glaube, das ist das, was wir gerade führen, hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Wir können also problemlos jetzt weiter upgraden und immer wieder diese Moves quasi mitnehmen, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Weimar. Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. In der Wachstube. Führst du uns nicht hin? Oh Mann. Also, wir müssen aber ins Menü und uns das jetzt mal genau anschauen. Cloud hat 2 Waffenpunkte übrig. Das bedeutet, wir haben sie im Tutorial tatsächlich eben aufgewertet. Das Panzerschwert. Und jetzt können wir die Eisenklinge verwenden. Aber erstmal müssen wir sie ausrüsten. Also, Cloud rüstet aus. Eisenklinge. Dabei verringern sich unsere TP, klar, da geht ja die Materia da verloren. Und die MP und die physische Attacke geht sogar auch runter eigentlich, also nicht besser. Aber wir bekommen so 3 Materia-Slots, das finde ich schon nicht schlecht. Und sie geht ja jetzt auch nicht so stark runter. Und hier erlernen wir dann den Schwertsturm. Ein Dreifachangriff auf Gegner in der Umgebung wird stärker, je mehr Gegner getroffen werden. Materia der aktuellen Waffe übernehmen, ja. Und den Eisenreif machen wir zum Sternenreif. Und den Kraftreif, ja, den behalten wir. Tifa kann auch schon Sachen machen. Und zwar, was hat sie denn hier? Tifa hat auch eine Materia sogar schon. Und sie kann den Eisenreif von Cloud übernehmen, das ist natürlich ideal. Und wir haben... Nee, einen Kraftreif haben wir nicht übrig. So, dann wollen wir mal Materia einsetzen. Er hat Glut und Frost. Die machen wir mal hier nebeneinander, Glut und Frost. Ja, das ist schon mal in Ordnung. Dann den TP-Boost, damit er nicht stirbt. Und den Ausweich-Rundumschlag. Dann können wir ihm jetzt auch noch sogar Gewitter geben. Sehr gut. Das sieht doch hammermäßig aus. Ah, jetzt überlege ich aber, wollen wir die 3 Grünen im Schwert haben? Oder wollen wir es, dass es da dann auch anders aussieht? Und kommt, wir machen das so. Einfach damit es auf dem Schwert anders gut aussieht. So. Sehr schick. Und Tifa bekommt auch Materia. Und zwar bekommt die noch Heilen in ihrer Handschuhe. Vita, dann kann sie uns nämlich heilen. Ja, jetzt sind wir doch sehr gut ausgerüstet und wir speichern einmal hier über Kapitel 3 hinüber. Weiter geht's. So, Weimar. Wir kriegen es auf der Karte angezeigt, wo der wohnt. Hier. Suche nach Kandidaten. Hallo Tifa, hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Voila. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Na, sehr gerne. Wenn die Zahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Ja, nicht diese Pipifax-Jobs. Ich bin von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich.
Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Also der Soundtrack bekommt von mir jetzt schon eine 10 von 10. Das ist der Hammer, wie sie das gemacht haben. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge kann man sich die dann angucken. Alles klar. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Oh, was ist das denn für ein Cyborg? Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Oha. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Na dann. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Dann stell dich doch nicht so an. Arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Eben. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Weil die Materia vom Planeten kommt. Kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen? Das werde ich auch wirklich tun. Oh. Sehr gut. Das wurde schnell ernst. Haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Alles klar. Schnellstmöglich. Angaben zu den Missionen. Ah ja, okay. Kampfberichtsscanner. Müssen wir den auch ausrüsten? Erstmal bekommt Tifa diese Analyse. Analyse auf einen Gegner anwenden. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Analyse. Gut. Und dann? Oh Mensch, jetzt haben wir viele Aufträge hier, wenn ich das richtig sehe. Story ist das hier. Und Aufträge haben wir Berichte für Chadley, Rattenplage, Ungeziefer in der Fabrik und verschwundene Freunde. Ja, krass. Dann machen wir doch mal. Und vor allen Dingen sehen wir hier irgendwie die Schwierigkeit. Unten diese Materia-Kette. Ist das hier also einfach? Wir versuchen erstmal Berichte für Chadley zu machen. Dafür müssen wir nur einmal Analyse anwenden. Das dürfte also kein Problem sein. Dann. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Aber. Seht doch selbst. Reden wir noch mal kurz mit Weimer. Mit den verschiedensten Problemen. Dann muss ich hier gucken. Also, hier müssen wir es ja nur abgeben. Dann machen wir vielleicht hier die verschwundenen Freunde und können da das Ganze dann Auftrag priorisieren. Vielleicht können wir da dann ja kämpfen. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles erwirbt? Auf der Tagesordnung des Vereins. Hallo, kleines Mädchen. Kommt raus. Ist das Betty? Oh, ja. Hallo, Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Na klar, Marlene ist ein King. Eine Queen. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Oh, ganz harter Auftrag wieder, den wir hier übernehmen werden. Ob die uns bezahlen wird? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Oh Gott, die Stimme passt überhaupt nicht, tut mir leid. Sie sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Ja, das waren wohl die Katzen. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Na dann, wie sind die Namen? Zurückbringen, ja? Alles klar. Und was ist das? Leben des Und woher sehen wir jetzt, wo die sind? Dann gehen wir erstmal zu diesem Katzenhort, was ich am Anfang mal gefunden hatte. Mal sehen, ob ich mich hier schon gut genug auskenne. Ich glaube, ich laufe aber gerade falsch. Aber nur durch Fehler lernt man dazu. Ah, war gar nicht so falsch. Wir sind jetzt Seventh Heaven, das heißt, wenn wir hier links gehen. Ja, das war ein Mountain. Also wird hier am Marktplatz auch eine Katze sein. Kann die nicht nochmal mounzen? Da! Eine weiße Katze. Läuft die jetzt nach Hause? Nee.
Oder ist das jetzt eine geschafft? Ja, wird nicht gesagt. Wir jetzt eins von drei haben. Gehen wir mal hinterher. Da muss ich mich langsamer umgucken, sonst sehen wir gar nichts. So, das war diese südliche Hauptstraße, ne? Genau, und hier ist sie auch. Was sagt sie denn? Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Ah ja. Häufig spielen sie im Eingang zu den Slums. Okay, dann waren wir da schon richtig. Machen wir ein wenig Cat-Content in dieser Episode. Das hier ist der Eingang. Richtig? Ja. Oh, was ist hier? Was steht da? Bahnhof der Slums von Sektor 7, Krämerladen. Mhm. Und da war der Bahnhof. Krämerladen habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Und hier ist auch Eingangstor. Okay, okay, okay. Hier kommen wir ja noch nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass wir so weit weglaufen müssen. So schwer wird der erste Auftrag hier schon nicht sein. Hier ist das Eingangstor. Da war dieser nette und der böse Gardist. Ich würde von Avalanche schon gern mehr über das Leben des Planeten wissen. Ja. Leben des Planeten. Katzi. Miau. Kennen wir denn die Namen? Nee, ne? Hier kommen wir auch nicht dazwischen, um da hochzugehen oder so. So schwer. Ich mache es mir bestimmt wieder schwieriger, als es ist. Da haben wir wieder ein bekanntes Thema gerade hier gehört, aus dieser Jukebox. Ich möchte dir bitte den Song abkaufen. Gut. Hip-Hop de Chocobo. Sehr gut. Ah, das ist ein Hund, keine Katze. Katzen suchen. Tja. Vielleicht hier? Hallo? Ach, wir nehmen mal seinen Auftrag auch an. Neues Gesicht. Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fliegenden Echsen, also. Sehr gut. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Mhm. Das klingt doch eher nach einem Auftrag für uns. Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Mhm. Was können wir hier kaufen? Ein Gegenstand. Heiltränke und Äther. Ich frage mich, warum da diese 1 stand. Oh Gott, Blut? Hinter der Piepengasse hat sich seit neuestem eine Horde Ratten breit gemacht. Gigantische Ratten. Fiepen Tag und Nacht rum, die Viecher, und bringen alle um den Schlaf. Ah, es gibt also genug zu tun in den Slums. Wo sind wir denn jetzt? Hier hinten, dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht haben wir hier einen Kampf, der auf uns wartet, um auch die Analyse direkt abzuschließen. Schon mal ein Gegenstand. 3 Handgranaten. Hallo, kommt raus. Ach, das gibt es doch gar nicht. Also einen Auftrag schließen wir hier noch ab. Versprochen. Du, 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 du. Ach, das ist der, der nicht...
seinen Text immer vergessen hat. Hier sind die Fressbuden. Halt. Hier stand The Prelude jetzt. Haben wir irgendwo eine Jukebox übersehen? Ach, hier sind wir wieder bei ihm. Deswegen wird das eingeblendet. Ich werde mal zu dieser Katzendings. Das war hier geradeaus links. Da ist auch jemand mit Auftrag davor. Wir hätten gar nichts erkunden müssen. Tatsächlich wird man hier komplett dann da durchgeskriptet, dass man sich alles anguckt. Das sind wertvolle Erfahrungen. Hallo, liebe weiße Katze. Bist du die zweite? Ach, hat sie uns angefaucht. Ist das nervig? Ja. Gut, dass wir uns da einig sind, Cloud, wie immer. Ist hier Brot oder was? Nee, ne? Kommen wir hier hoch? Auch nicht. Ja, müssen wir hier wohl nichts mehr machen. Diese anderen Katzen haben auch alle nichts über dem Kopf. Wir müssen viel stärker auf die grünen Ausrufezeichen achten. Du. Schade, jetzt ist sie weg. Hättest du nicht vorsichtiger sein können? Oh, ich habe alles richtig gemacht. Na, gucken wir mal auf dem großen Platz hier von Marle. Jetzt hat sie sich ja da versteckt jetzt. Da ist der Typ. Hallo. Mounts, Mounts. Hund, kannst du nicht mal Katzen jagen gehen? Das wäre top. Ja, hier ist das mit dem Auftrag. Ich werde mir mal diesen anderen Auftrag hier drauf machen, nämlich Ungeziefer in der Fabrik. Da sollen wir jetzt nämlich jemanden treffen. Ah, doch tatsächlich so weit vorne. Also geradeaus durch und dann links. Dann machen wir nämlich das... Halt! Da ist sie. Hallo. Ich geb's auf. Okay. Verschwundene Freunde, zu Betty zurückkehren? Ja. Also wir haben zumindest drei Katzen angemaunzt. Ob das so richtig war? Hätten wir was anders machen müssen? Was? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Doch, alle drei. Herzlichen Glückwunsch. Alle drei. Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Warum hat die Kleine eine Stimme von einer 20-jährigen Werbetrommel? Da haben wir doch noch was geschafft. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Na klar. Für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran. Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine oh, ein erstes Mal zurückgeflirtet. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Nein, wir müssen erst noch zu dem nächsten Auftrag laufen und da dann speichern und dann die nächste Episode beginnen. Also rechts. Aber man könnte jetzt weitermachen. Man musste also nur einen dieser Aufträge erfüllen. So, jetzt geradeaus links. Aber wie kommen wir da rein? Hallo. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Das ist Chadley. Halt, das ist verkehrt.
Was haben wir hier? Rattenplage. Den wollen wir nicht priorisieren. Wir wollen priorisieren Route und Ungeziefer in der Fabrik. Da ist der gute Mann. Ja. Dann reden wir mit dem in der nächsten Episode. Das war unsere Katzenfolge. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.